Herzlich willkommen zu Spirit. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Diesen Rat gibt Jesus seinen Jüngern, bevor er sie das Vaterunser lehrt. Beten ist also nicht gleich beten. Es braucht die rechte innere Haltung dazu. Wie bete ich richtig? Wozu hilft mir eine geistliche Begleitung? Und wie sieht ein Leben mit Gott aus? Dies sind die Themen der heutigen Spirit-Sendung. Mein Gesprächspartner ist Weihbischof Dr. Marian Eleganti von Chur. Ich freue mich, dass er ins Studio von Kirche in Not nach München gekommen ist. Herzlich willkommen, Herr Weihbischof. Grüß Gott. Eine sehr schöne Definition des Gebetes gibt die heilige Theresia von Avila. Wie definiert sie Gebet? Mein Gebet ist natürlich sehr vom Mönchtum geprägt. Ich würde es wahrscheinlich definieren als ein Stehen vor Gott, ein ständiges Stehen vor Gott und auf ihn blicken, ihn anrufen und natürlich mit ihm reden und auch versuchen zu verstehen, was er mir sagt. Theresia von Avila sagt, Beten ist ein freundschaftlicher Verkehr mit dem, den man liebt. Wie kann so ein freundschaftlicher Verkehr in der Praxis ausschauen? So einfach und kindlich wie nur möglich, denke ich. Das Gebet soll einfach vom Herzen kommen. Und wenn ich vom Herzen her rede, mich Gott anvertraue, mich an Gott wende, bete ich eigentlich schon richtig. Es ist gar nicht kompliziert. Es ist einfach. Wenn ich von Herzen rede mit Gott, dann bin ich auch von dem überzeugt, was ich sage. Ich bin authentisch, wahrhaftig. Ich sage, was ich fühle, worunter ich leide, was ich suche, was ich brauche, womit ich kämpfe oder wo ich auch Gott nicht verstehe. Also ich lasse einfach das Herz kommen und dann ist es ein echtes Gebet. Das ist auch nicht zerstreut dann. Der heilige Bernhard von Clairvaux warnt davor, dass übermäßige Beschäftigtsein das Gebet verdrängt. Welche Gefahren bringt dieses übermäßige Beschäftigtsein in sich? Also Jesus gibt ja uns den entscheidenden Ratschlag. Wenn wir beten, sollen wir in die Kammer gehen, ins Verborgene und die Türe schließen. Und der Vater, der das Verborgene sieht, wird uns erhören. Das heißt, ich muss nach innen gehen, in die Kammer meines Herzens, in die innere Zelle. Ich muss ein innerlicher Mensch werden. Die Tätigkeiten, die Welt, die Beschäftigungen, die Erlebnisse, die Gespräche, die Begegnungen, die Aufgaben, alle ziehen uns nach außen. Das heißt, in die Zerstreuung. Wir vergessen Gott und sind nicht mehr vor ihm und bei ihm. Wir achten auch nicht mehr auf ihn, sondern wir sind einfach uns selbst und lassen den Dingen ihren freien Lauf. Und das ist zu wenig, das ist zu unaufmerksam. Da trampelt man auch in Fallen, die sind überall am Weg. Also man reagiert falsch, man verliert die Geduld, man hat schlechte Gefühle, Aggressionen, Zorn, alles Mögliche schießt aus dem Kraut, weil wir nicht nüchtern, nicht achtsam sind, weil wir nicht über unser Herz wachen, sondern einfach drauf losleben und uns auch gehen lassen und meinen, das bin ich oder das ist authentisch, aber das Gebet bringt einem eben genau ein Gespür für Gott, ein Gespür für die Unterscheidung. Man beginnt auf die Regungen des Herzens zu achten, auf die Gedanken zu achten und sagt dann nicht mehr zu allem einfach ja, sondern kämpft. Es wird dann auch, das Gebet ist dann auch ein Kämpfen, ein geistliches Ringen. Und das gehört dazu. Und deshalb muss ich in meinem Inneren sein, ich muss bei mir selber sein. Ich muss auf mein Herz wachen. Was denke ich da? Was suche ich jetzt, wenn ich vor dem Laptop, vor dem Screen bin? Welche Seiten besuche ich? Was will ich? Was mache ich? Ich muss über mein Herz wachen. Und wenn ich nur ein äußerer Mensch bin, der immer nur außenorientiert ist, keine Stille hat, keine Rückzugsmöglichkeiten, der immer draußen ist und nie drinnen, das geht nicht gut. Das Gebet orientiert einen nach innen, weil nur hier kann ich mich wirklich Gott zuwenden. Jesus hat sich ja auch zurückgezogen. Er hat häufig gebetet im Einsamen. Und seine Gebete beginnen immer mit der Anrede Vater. Wie sah seine Beziehung zum Vater aus?
Jesus hatte eine unglaubliche Beziehung zu Gott, dem Vater. Und zwar eine, die er nicht durch religiöse Sozialisation, durch Erziehung gelernt hat. Weil das sehen schon seine Eltern, Josef und Maria, die Geschichte mit dem Zwölfjährigen im Tempel, dass Jesus da eine Eigendynamik hat. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört, im Tempel Gottes? Sie verstanden nicht, was er damit meinte. Das heißt, er hat im Heiligen Geist eine ganz originelle, eigene Beziehung zum Vater, die sich aus seinem Wesen, aus seiner Identität ergibt, in der Tiefe. Und das ist eine totale Hinordnung auf den Vater, weil er ist der ewige Sohn, das Wort des Vaters, das Mensch wird. Und wenn er in seinem Innersten lebt und da sich auf den Vater ausrichtet, dann ist er ganz der Sohn, der Gehorsame, der Hörende, derjenige, der nur will, was dem Vater zur Ehre gereicht, der den Willen des Vaters tut wie eine eigene Speise. Also das erkennt gar nichts anderes. Und das ist so außergewöhnlich und wunderbar. Und er hat es in ein aramäisches Wort gefasst, nämlich Abba, das nicht gebräuchlich war als Anrede für Gott. Niemand in Israel hätte Gott mit diesem Begriff aus der Kindersprache, auf Deutsch ungefähr Papa, so angesprochen. Und das tut auch noch der erwachsene Mann Jesus im Sterben und im Ölgarten, im Leiden, in der extremsten Situation. Bleibt er in diesem Geist der Sohnschaft. Also er bleibt das Kind, kindlich im besten Sinn. Er sagt ja, wir müssen werden wie Kinder, sonst können wir nicht ins Reich Gottes gehen. Er lebt das in seinem Innersten und das ist den Jüngern aufgefallen. Und deshalb fragen sie ihn, lehre uns beten. Sie haben gesehen, er betet anders. Und dieses Wort haben sie nie auf Griechisch übersetzt, Lukas nicht, Paulus nicht. Sie geben es im aramäischen Originalton wieder, weil es so außergewöhnlich war, so bezeichnend. Ich habe immer gesagt, ein Wort, ein ganzes Evangelium. Weil letztlich drückt das aus, dass ich Kind Gottes bin, wieder. Dass Jesus mich in die Kindschaft hineinnimmt und dass er mir seinen Geist gibt, indem ich bete. Und der Geist betet in mir. Er inspiriert mir auch diese Haltung, dass ich Gott gegenüber wie ein Kind bin und mich wie ein Kind verhalte. Jesus selbst hat gebetet. Die Jünger wollten von ihm, dass er ihnen das Beten lehrt. Aber Jesus hat auch über das Beten gesprochen. Er hat gesagt, macht es nicht wie die Heiden, die viele Worte machen. Auf was kam es Jesus sonst an, wenn es nicht auf die vielen Worte ankam? Auf die Wesentlichkeit, auf die Ehrlichkeit, auf die Kindlichkeit, auf die Wahrhaftigkeit und auf das Gottesbild, weil das heidnische Beten hat ja irgendwie nicht diese Vertrautheit mit der Gottheit, sondern sie will eigentlich immer die Gottheit überzeugen oder einem gütig stimmen. Und man bearbeitet sozusagen Gott durch die Opferleistungen und durch den Gebetseinsatz und so. Es ist auch eine Vorstellung, dass man irgendwie, wie wenn Gott oder die Gottheit einem grundsätzlich nicht immer wohlgesinnt ist. Aber der Christ betet aus diesem Angenommensein. Wir sind schon angenommen von Gott als seine Kinder. Wir dürfen wie ein Kind vertrauensvoll zu ihm gehen. Und dann müssen wir nicht plappern, nicht ausgegossen sein, sondern einfach ehrlich und wesentlich mit ihm reden. Wir müssen ihn auch nicht bearbeiten, den lieben Gott. Wir dürfen Gott trotzdem um alles bitten. Wir dürfen ganz konkret auch um etwas bitten. Aber in welcher Haltung sollen wir konkret Gott um etwas bitten? Das lebt uns Jesus vor im Ölgarten. Er fürchtet das Leiden. Er schreckt zurück vor dieser unglaublichen Herausforderung. Das war ja ein qualvolles Leiden und Sterben. Davon erbebt jeder Mensch. Und dass er da betet, Vater, wenn es möglich ist, möge das an mir vorbeigehen. Das ist menschlich. Das geht uns allen so. Aber dass er dann doch sich selber übersteigt im Gehorsam und sagt, nicht wie ich will,
sondern wie du willst. Weil der Vater eben eine Sicht hat der Dinge, die wir, solange wir in dieser irdischen Existenz sind, nie haben können. Gott weiß immer mehr, er sieht mehr. Deshalb können wir schon unsere Wünsche vorbringen. Aber wir müssen uns bewusst bleiben, Gott kennt mich besser. Gott weiß den Weg, Gott hat Pläne, er hat eine Sicht, die ich nie erreichen kann. Ich muss ihm da also vertrauen, seiner Weisheit und seinen Entscheidungen. Und deswegen kann ich nicht mich selbst, meine selbst übernehmen und Gott sagen, wie er mich behandeln muss, welche Wege er mich führen darf und welche nicht, was für mich gut ist und was für mich nicht gut ist. Das ist dann Demut, dass ich Gott Gott sein lasse. Und schon meine Wünsche vortrage, aber dann wie Jesus bete, aber nicht wie du willst oder nur, wenn es dir gefällt, dann bitte ich um das oder um jenes. Jesus fordert auch seine Jünger auf, ohne Unterlass zu beten. Was ist damit gemeint? Da gibt es verschiedene Zugänge, worin dieses immerwährende Gebet besteht. Bei Augustinus ist es die ständige Sehnsucht nach Gott, die immer in mir glüht. Gott, du mein Gott, ich suche ich. Mein ganzes Glück bist du allein. Was habe ich in dieser Welt außer dir? Also diese ständige Sehnsucht nach Gott, die Ausrichtung an Gott, die immer in mir ist, das ist schon immerwährendes Gebet. Dann kann man es einüben, indem ich mir angewöhne, in der Gegenwart Gottes zu stehen, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, bei allem, was ich tue. Dass ich mir irgendwo bewusst bleibe, Gott sieht mich, Gott ist da. Ich wandle in seiner Gegenwart. Ich stehe immer vor ihm. Und das ist dann eine Empfindung, die sich im Herzen aufbaut und die sich immer weniger verliert. Die bleibt dann fast unwillkürlich irgendwie in der Spitze des Geistes oder wie man das beschreiben will, irgendwo in der Tiefe.